Hallo alle zusammen, heute gibt es ein kurzes Update, was meinen Haarschnitt angeht. Und zwar habe ich mir zu Mittag, also am frühen Nachmittag, die Haare schneiden lassen. Und das habe ich letzte Woche eigentlich spontan entschieden. Irgendwie haben mich diese, ich meine, es waren nicht ganz so lange Haare, aber immer die, irgendwie hat es mich nicht mehr gefreut und ich habe so Lust gehabt, also einfach nur auf eine Typveränderung sozusagen. Und das habe ich halt einfach beschlossen, ich wollte am Freitag schon hin. Ist ich nicht ausgegangen, deswegen bin ich heute zum Friseur gegangen. Und ich gehe mal nach hinten, damit ihr das seht. Ich habe meine Haare mit Heizwicklern gestylt. Deswegen sehen sie jetzt anders aus als normal. Also ich habe natürlich immer noch naturglatte Haare, das wird sich jetzt nicht ändern. Aber ich habe mal wieder einfach Lust gehabt auf etwas Neues oder etwas, das ich schon sehr lange nicht mehr hatte, weil ich doch, sagen wir, fast 2 Jahre mit einem Haarschnitt gelebt habe, der immer die gleiche Länge hatte oder nur vorne durchgestuft war. Und jetzt habe ich zur Friseurin gesagt, dass sie hinten auch Stufen hineinbringen soll, vorne und auch ein bisschen die Länge kürzen soll. Ich glaube, so kurze Haare, okay, wenn sie, ne, wenn sie glatt sind, kommen sie bis hierhin. Aber so kurz hatte ich sie schon, glaube ich, länger nicht mehr. Ich habe sie zwar vor 2, 3 Monaten auch etwas schneiden lassen, aber das war dann doch eine Spur länger, schätze ich. Und jetzt versuche ich so irgendwie mich mit der Frisur anzufreunden, also mit dem Haarschnitt und habe mit Heizwicklern meine Haare gemacht. Und ich finde das auch sehr süß. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Vielleicht drehe ich mich kurz um. So sieht das aus. Und ja, das wollte ich euch einfach sagen, damit ihr das auch wisst, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Also ihr werdet mich jetzt eben mit dieser mit diesem Haarschnitt, ich sage immer Frisur, also mit diesem Haarschnitt sehen. Und ja, wie findet ihr den? Fandet ihr es vorher besser? Die Haare wachsen ja nach, also ich brauche mich jetzt nicht aufregen, wenn es mich nicht mehr freut. Besonders habe ich das Gefühl, dass meine Haare sehr, sehr schnell wachsen. Zumindest, ja, finde ich, dass es so ist. Und ich habe einfach das Haarewaschen und dieses viele Föhnen irgendwie schon fast satt gehabt. Und wollte einfach eine Frisur, die etwas leichter ist. Der Kopf fühlt sich auch etwas leichter an. Ist wirklich viel, viel angenehmer jetzt geworden. Also das merke ich innerhalb eines halben Tags schon. Und ich hoffe, euch gefällt der Haarschnitt auch. Okay, ihr habt jetzt den Haarschnitt direkt noch nicht gesehen, aber es ist vorne halt, beginnt das hier mit der Länge. Und einfach weiche Stufen hineingemacht. Und hinten ist alles auch natürlich durchgestuft und also die Haare fühlen sich einfach viel leichter an und lassen sich, glaube ich, deswegen auch leichter stylen, weil sie doch etwas besser sich formen lassen, auch besonders wenn man sie eben stylt mit Heizwicklern. Ich habe die auch verwendet, als ich lange Haare hatte, aber da war es auch ein bisschen anstrengender und die Wellen waren sehr, sehr schnell weg. Also einfach ich habe sehr schnell wieder glatte Haare bekommen und ich glaube, dass es jetzt sehr gut klappen kann. Mit den Heizwicklern funktioniert das jetzt ziemlich leicht und ziemlich schnell. Deswegen, ja. Ich glaube, ich lasse das jetzt da mal. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch irgendwas, keine Ahnung, auf der Seele liegt, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, euch gefällt ein bisschen die Typveränderung und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss!